Ich reacte wieder auf die besten Spiele des Jahres, heute mit den Jahren 1998 und 99. Damit geht aber auch eine Ära zu Ende, denn dann sind wir durch mit allen Videos vom Videogame Gems Channel. Das aktuellste, was er hochgeladen hat, vor 7 Jahren, Best of 1998. Das heißt, schon für 99 muss ich mir was anderes suchen, habe ich schon was vorbereitet. Aber wenn ihr wisst, wo ich weiter drauf reacten könnte, ich würde das bis in die Gegenwart machen, wenn es das so gäbe. Ab dem Jahr 2000, ich dachte, es wird einfacher dann, je aktueller es wird, aber offensichtlich nicht. Ja, also es gibt viele Videos, wo Leute drüber quatschen über das Gameplay, das ist natürlich dann nicht geeignet. Sowas würde ich ja niemals machen, über Gameplay drüber quatschen, das fiele mir im Leben nicht ein. Und es gibt natürlich auch so Sachen wie die besten, die Top 10 der PS2-Spiele im Jahr 2003. Solche Sachen. Wir wollen schon systemübergreifend, am besten Nintendo und PC und andere Konsolen. Wie wir es hier halt gesehen haben, so in der Machart. Wenn ihr da was wisst oder findet, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr könnt leider keine Links posten, aber wenn ihr mir schreibt, wie das heißt, kann ich das selbst copy und pasten und eingeben. Also, wenn ihr da was wisst, ne, dann würde ich es auch weitermachen. Ansonsten ist es leider erstmal die letzte Episode. Die letzte Episode, sonst muss ich da Stückwerk machen, ne? Muss ich irgendwie die besten N64-Spiele von 2000 und dann die besten PS1-Spiele von 2000. Mal gucken, ob wir das so machen. Aber erstmal schauen, wa? Heute haben wir noch, und zwar das Jahr 1998. Sega Saturn kackt ab, wird schon 1998 in Japan vom Dreamcast abgelöst. Die PlayStation regiert und auch Nintendo 64 kommt nicht ganz hinterher. Ich glaube, der Game Boy Color kommt raus, der spielt ja aber bestimmt keine Rolle. Bei Ridge Racer und 1080 hatte ich damals ausgeliehen zu N64-Zeiten. Gibt's ja jetzt auch für Nintendo Switch Online. Ich hatte Amped 3 für Xbox 360. Need for Speed Hot Pursuit ist ja eine der beliebteren und bessere Need for Speed-Teile, ne? Ich glaube, damals wirklich sehr populär. Okay, gucken wir mal, was es sonst noch so gibt. Ich frage mich ja schon so ein bisschen, was der Ersteller dieser Videos, was ihn dazu bewegt hat, nicht mehr weiterzumachen. Hat er keine Zeit und keinen Bock mehr? Oder dachte er sich, es rentiert sich nicht, guckt ja eh keiner? Oder weiß ich nicht. Gab es vielleicht irgendeine Hürde in 1999? Wird man nicht drauf warten, dass der noch weitere Videos hochlädt? Aber sag niemals nie. Death Cars. Vielleicht wurde es auch ein bisschen uninteressant. Ich habe es ja im letzten Part schon mal gesagt, ne? Die wunderschönen 16-Bit-Pixel-Optiken abgelöst von kantigen Polygonen. Das hat nicht jedem gefallen. Manche ziehen auch ihre eigenen Grenzen, was Retro ist und was nicht. Aber alles gehört dazu, ne? Im Lauf der Dinge. Das sieht irgendwie beeindruckend aus. Ich dachte, es wäre ein Bitmap, aber es waren doch 3D-Polygonen. Ja, und noch immer die erwachseneren und brutaleren Spiele sind gerade sehr angesagt. Was zuvor schlecht möglich war mit Ego-Shootern, jetzt sind sie am Start. Aber auch alte Schinken wie R-Type. Ich denke, auf der PlayStation fahren auf neue Fahrwasser auf. Colin McRae hatte ich schon angesprochen. Ja, das hatte ich. Ich glaube, das ist wirklich das PlayStation-Ding, was ich hatte. Und ich hatte noch eins für Nintendo 64. Nein, das war Wii Rally. Kommando zurück, ich hatte Wii Rally fürs N64. Aber Colin McRae hatte ich auch für die PlayStation, wenn es ausgeliehen war. Turok 2, die meisten finden den zweiten Teil besser, da gibt es auch ein Remaster, ne? Keine Ahnung, ich verbinde mit dem ersten mehr, das wird mir irgendwie zu viel Gemetzel da. Na, das sind nochmal Texturen, ne? Aber das war Motocross Madness, wenn es Spaß macht. Spyrote Dragon! Ja! Das ist ein Gameplay, das mir Spaß macht. Aber ich hab's halt mit dem Remake kennengelernt, der Reignited Trilogy, und deswegen bevorzuge ich die. Was ein schönes Spiel, ne? Was ein schönes Spiel, Spyro. Okidoki, da haben wir Cooler World. Ich dachte schon Super Monkey Ball. Sieht interessanter aus. Ich finde das besser, als ich sollte. Dann Devil Dice.
1998, ne? Ehrgeiz, sag ich doch. Diese deutschen Titel. Das Spiel heißt Ehrgeiz. Keiner weiß warum außerhalb Deutschlands. Die fragen auch nicht. Komisches Wort. Japanisch muss es sein. Das kenne ich gar nicht. Wettrix, ja, das sollte so ein bisschen Tetris ersetzen. Oder auch nicht, weil irgendwie hat es damit nicht viel zu tun. Ich wusste nie, was es ist. King of Fighters 98, wie gesagt, das kam immer weiter raus für Neo Geo. Buster Groove. Groove natürlich. Das ist wohl der Vorreiter von Space Channel 5. Und weiterhin Arcade-Automaten. Ja, die hatte der Ersteller von Videogame Champs. Vermutlich im Blick. Soul Calibur ist richtig gut. Wir hatten ja schon den Vorgänger, Soul Edge. Aber Soul Calibur 2 mit Link und so fand ich auch dann richtig, richtig stark. Ach ja, Dance Dance Revolution, richtig. Mit Tanzmatten. Auch schon populär. Ich werde mal auschecken, ob die Musik, die jetzt gerade spielt, ob ich die überhaupt hochladen darf, weil das hört sich sehr copyrightig an. Wenn nicht, dann werde ich das rechtzeitig austauschen. F-Zero X. Wunderbar. Das hat mich auch damals schon angesprochen, ja. Hat das aber nur ausgeliehen. Ich persönlich finde GX für den GameCube besser, also mach mir was aus Grafik. Wario Land 2 ist doch der Game Boy Color mit am Start. Wunderbar. Gab es ja sowohl eine Schwarz-Weiß-Variante als auch Game Boy Color Wario Land 2. Da war schon ein bisschen her. 4 Jahre Pause zwischen Wario Land 1 und 2 und für damals war das eine Menge Zeit. Komm, die kämpfen auf den Häusern, die sind riesig. Vor Sacken, Alter. Wenn die Kamera schwenkst, wird mir direkt schlecht. Er wird nicht schnell schlecht, aber was soll das? Gar kein Bock. PC, I guess. Ja, das alles so winzig ist. Kann also gar nicht eine Konsole sein. Unreal Tournament. Also es gab Unreal und es gab das Unreal Tournament. Ich hatte so irgend so eine Free-Version. Das sah genauso aus. Metal Gear Solid, ganz großer Wurf für PlayStation. Also Metal Gear gab es ja schon, aber Metal Gear Solid, so mit den Stealth-Elementen, war neu. Was ist das denn? Hier wird Wert auf Texturen gelegt, das sage ich euch, du. Nächste PC-Spiel. Half-Life auch, der heilige Gral für viele. Ich glaube, dass es gut war und Spaß gemacht hat. Ein guter Ego-Shooter. Time Crisis 2. Oder der Ersteller des Videos hat sich halt nicht so gerne mit solchen Spielen beschäftigen wollen. Parasite Eve, ja. Gab's auch einen zweiten Teil. War so ein bisschen so ein Resident Evil Alternative. Tom Clancy's Rainbow Six. Tom Clancy's Splinter Cell kennt man. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen, aber kann mir nicht helfen. Müsst ihr euch mal vorstellen, 1998. Dezember 1998 kam Sonic Adventure raus auf dem Sega Dreamcast in Japan und es dauerte noch ein ganzes Jahr bis Ende 1999, bis es Dreamcast in Europa rauskam und ich glaube auch USA. Das ist aber Sega Saturn, ne? Und deswegen hören wir gerade Station Square. Aber bis dahin wurde auch noch einiges gefixt. Also die haben einfach weiterentwickelt an Sonic Adventure und ein paar Fehler ausgemerzt, ein paar Modi und Elemente hinzugefügt. Das heißt, die haben in Japan Sonic Adventure unfertig rausgebracht. Deswegen gab es auch in Japan eine zweite Veröffentlichung. Das hieß Sonic Adventure International Edition. Weil das war dann die fertige Version. Ich habe dann in Videospielzeitschriften dann auch, dann war auf einmal die Wertung wieder höher. Haben sie auch erklärt, dass die West-Version von Sonic Adventure deutlich bugfreier war. Also immer noch bugbelastet, aber nicht so hart wie der erste Teil, also die erste Veröffentlichung. Grim Fandango! Wie, wir machen jetzt Witze? Wir sind jetzt lustig unterwegs.
Dann sei dem so. Fallout 2. Das Fallout 2. Wenn ich an Fallout 3 denke. Sieht wirklich sehr realistisch aus. Es waren halt, keine Ahnung, eingescannte Videoaufnahmen oder nicht. Sanitarium, gruselig. LSD Dream Emulator, gruselig. Ist das Absicht? Aber das ist ein richtiges Spiel, was rauskam, ne? Echo Knight. Hat die gar nicht interessiert, dass die Waffe auf sie gerichtet ist. Radical Bikers, yo, aber Road Rash nicht reinpacken, ne? So sieht der aus. Passloop. Das kenne ich irgendwoher. Aber nicht als Passloop. Woher kenne ich das denn mit diesem Kreisel und draufschießen? War auch eine Bubble Bobble Version, oder? Ich denke. Body Harvest, ja, es ist viel Copyright-Musik dran, glaube ich, ne? Wundert euch nicht, wenn ich euch irgendwas ändere an Musik. Banjo-Kazooie! Direkt ein Stop-and-Swap-Item in Rusty Bucket Bay zeigen. Wie kommt's? Hat das jetzt... Wir hatten doch schon Worms 2. Hatten wir nicht im letzten Video Worms 2? Das ist das Worms, was ich gern gespielt habe, ne? Ob das jetzt 2 oder Armageddon oder Worms World Party. Langes Let's-Test gemacht. Das habe ich sehr genossen. Marvel vs. Capcom, Clash of Superheroes, Ocarina of Time. Mhm. Das wurde beschrieben als das beste Spiel aller Zeiten, für immer. Also aller Zeiten heißt für mich nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft. Inzwischen sagt man das nicht mehr so leichtfertig. Aber für damals war es, also auf jeden Fall Spiel des Jahres 98. Da gehe ich, also für mich Banjo-Kazooie, aber... ist okay. Na, das muss auch jeder Fan von Die by the Sword eingestehen. Das Ocarina of Time. Ja, war halt auch ein bisschen eine freie Welt. Eigentlich war es gar nicht so frei, aber hat so gewirkt. Und man konnte ja viele Nebenquests machen und so. Das war halt schon stark. Das noch nie durchgespielt. Richtig. Können wir ja mal machen. Stranded Kids, a.k.a. Survival Kids. Ey, sieht aus wie Pokémon. Echt mal. Sowohl die Charaktere als auch die Textbox. Muss ich mir mal angucken. Survival Kids? Was ist das denn? Gibt es das auf Deutsch? Aber ich mag so diese Optik auch eigentlich. Hinterher gab es dann ganz viele Spiele. Und nur Pokémon ist in diesem Stil irgendwie... populär geworden. Ich meine, Dragon Crest Monsters kam ja dann auch raus für den Game Boy. Haben auch viele gesagt, Pokémon-Klon. Dragon Quest gab es halt schon ewig. Aber da konntest du die auch so züchten und so. Altered Apes Exodus, der bessere Teil, wie ich finde. Ja, definitiv. Die Entwickler mögen es nicht so sehr, weil sie es so schnell hingeschludert haben, aber die müssen, die sehen es nicht ein, ne? Dass Oddworld Apes Exodus vielleicht sogar das beste Oddworld-Spiel von allen ist. Es funktioniert nämlich hervorragend, hat schöne Rätsel, deutlich mehr Umfang, eine coole Story und ein Remake kommt nicht, weil die stattdessen Oddworld Soulstorm gemacht haben, ein neues Game, das die Geschichte anderweitig erzählt. Medieval, kleiner Wortwitz, ne? Nicht nur Mittelalter, sondern mittelmäßig böse. Blood 2, The Chosen, sagt mir nix. Resident Evil 2. Da gab es ja auch einen ersten anderen zweiten Teil, der hieß dann, ist ja später bekannt geworden als Resident Evil 1,5 oder Resident Evil Director's Cut. Hier, Rooks Crackron. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Halt die Schnauze. Squadron. Heart of Darkness auch so ein bisschen Outward-like, ne? Ein bisschen. Naja. Die einzelnen Felder
sind Levelabschnitte. Das war's, meine Herren. Wo war denn da Domtendo-Gameplay mit dabei? Ocarina of Time? Oder Banjo-Kazooie? Was? Das war doch... War der einzige Name, der mir jetzt was gesagt hat. Na gut. Vielen lieben Dank. Er, sie oder es wird es hier niemals mitbekommen, aber trotzdem vielen lieben Dank. Video Game Gems Creator. So, ich habe ja schon im Vorfeld angekündigt, so, wie sieht's denn aus? Wie kann ich denn weitergucken? Was ist mit 1999? Der Zuschauer Alucard Darking hat mir ein Video zukommen lassen. Das gucken wir uns jetzt an. Und ich dachte mir so, hä? Wie kann das denn sein? Er hat mir diesen Kanal geschickt. Oder ein Video hiervon. Und zwar dieser Kanal, der nennt sich Frank Ragul, 4 Abonnenten. Ich glaube, der macht nur Reuploads. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn das alles gar nicht seine Gameplays sind. Deswegen bin ich dafür, den vielleicht eher nicht zu unterstützen. Top Games 1991, Kids Fuff Games. Das sind aber alles Reuploads von anderen Leuten. Ich habe da auch irgendein Video gesehen von Video Game Gems. Oder diesen Alexandor, auf den Wolle und Cornel früher reacted haben. Davon finden sich auch Videos hier drinne. Deswegen, ja. Ich weiß nicht, woher dieses Video kommt, wer das ursprünglich gemacht hat. Wir gucken uns das, den Reupload an von Frank Ragul. 17 Aufrufe, mindestens 10 von mir. Und wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, unterstützt die, aber weil es jetzt so ein Reuploader ist, honorieren wir das Werk des Originalerstellers, weil das in 13 Minuten die Games zeigt von 1999, okay. Aber wie gesagt, für ab 2000 brauche ich andere. Es gibt auch keine vergleichbaren, aber das ist jetzt gut und das gönnen wir uns jetzt, um zu sehen, was 1999 erst veröffentlicht wurde. Zum Beispiel Ape Escape. Es muss ja einen Kanal geben, wo das herkommt. Wenn das jemand von euch rauskriegen könnte, wäre es halt auch sehr stark. Vielleicht geht es ja weiter. Womöglich wird es aber auch immer schwieriger in Richtung Zukunft mit Copyright. Und die Motivation solcher Ersteller verliert sich, wenn wir... Ja, wenn die Videos halt weggestrikt werden. Es ist ja viel gesammeltes Videomaterial drin. Das Bugs Bunny Spiel mögen viele. Genauso wie Chrono Cross. Sind halt vielleicht zwei verschiedene Zuschauer, Spielerschaften. Counter-Strike, ja. War ja das Killerspiel schlechthin, ne? Es gab ja 2003 oder schon 2001, 2002. So ein Anschlag in Erfurt, wo ein Schüler amok gelaufen ist und halt um sich geschossen hat. Und da wurde halt wirklich gesagt, der hat Counter-Strike gespielt, der hat das geübt. Und Counter-Strike war wirklich so dadurch sehr populär geworden, auch außerhalb der Gamer-Bubble, dass das eben ein Spiel ist, das, das stark verboten ist. Guck mal, Crazy Taxi kam dann auch für Dreamcast und Gamecube. Ja, muss halt versuchen, möglichst lang die Zeit aufrechtzuerhalten. Irgendwann klappt es nicht mehr. Ist halt Arcade, ne? Mehr nicht. Digimon World wollte ich immer haben. Ich wollte immer ein Digimon spielen. Ich hatte keins. Hätte ich das gehabt, ich hätte es geliebt. Hatte ich aber nicht. Jetzt könnte ich spielen, aber jetzt will ich nicht mehr. Dino Crisis. Oh ja, das wäre ja auch Resident Evil-like, ne? Sogar eigentlich moderner. Hat das eine bessere Steuerung? Sieht sogar ziemlich gut aus, so grafisch. Ist immer noch PS1. 1999. Kommt zum Beispiel auch Donkey Kong 64 raus. Rare schlägt wieder zu. Mhm.
ein Collector-Fond, wie er im Buche steht. Manche finden es übertrieben. Ich fand's cool. Vor allen Dingen die Charakteranimationen und so weiter waren nicht so stocksteif. Driver, ja, gibt's auch mehrere Teile davon. Der dritte Teil hat eine 3 im E. Also Driver. Driver. Final Fantasy 8 ist auch dabei, ja. Wie ich so weiß, ein würdiger Nachfolger, aber viele finden den siebten Teil legendärer. Ja, Gex haben wir schon gesehen. Gex 3, Deep Cover Gecko haben wir hier. Da ist er irgendwie als Detektiv verkleidet. Ist halt ein bisschen witzig, ne? Aber ansonsten ein Low-Bob 3D Jump'n'Run. Gran Turismo 2, ich habe den ersten Teil gespielt. Sieht jetzt nicht so viel krasser aus, wenn ich sagen darf. Das Michelin-Männchen. GTA 2. Ja, da ging es halt in erster Linie ums Autofahren. Das ist richtig verrückt. Hat er einen überfahren? Das soll nicht wahr sein. Aber GTA war nie wieder dasselbe nach GTA 3. Harvest Moon 64. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bei uns in Deutschland rausgekommen ist. Das sieht halt echt aus wie der SNES-Teil, nur in bescheuert. Nee, da kannst du wirklich das Original spielen, glaube ich. Jeff Wayne's The War of the Worlds. Für PS1. Da geht aber die Luzi ab, du. Da ist definitiv Kriegsstimmung. Have fun with it. ChatForce Germany, Lufia, kannst du das sehen? Freust du dich? Lufia hat mich immer gebeten um ein Holy Magic Century Let's Play. Wo haben wir das eigentlich? War nicht dabei, ne? Und das ist ein Rare-Titel. Aber ganz ehrlich, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so... Nee. Also Lufia, wir haben jetzt ChatForce Germany in meinen Videos auf meinem Kanal gesehen. Reicht das oder wirst du weiter bestehen auf eigenes Gameplay? Soul Reaver, Legacy of Kain. So einen zweiten Teil irgendwie. Mindestens einen zweiten. Wenn nicht sogar einen dritten. Legend of Mana. Ist halt auch PS1, aber ist so Bitmap-artig. Also, keine Ahnung. Die Konsolen haben so einen Spagat versucht zwischen Bitmaps und 3D. Da sieht man mal, dass beim Video Game Champs Channel auch ein bisschen was fehlt, ne? Mario Party 1, wäre 1998... Nee, Moment! Doch, das kam auch erst 1999 raus. Beides, 1 und 2. Ha, kommt auf die Region an, ne? Erstveröffentlichung tue ich mich oft ein bisschen schwer. Ich glaube, Mario Party 1 ist 1999 in Europa erschienen, aber vielleicht schon 98 in... international. Metal Slug X... Arcade, aber auch Neo Geo. Oder das schon nicht mehr. Okidoki. Das Kreuz. Das Kreuz auf dem Panzer, ne? Ja. War ein Kreuz, was willst du sagen? Sammelst du Pflaumen im Monkey Hero? Das ist ein Ding. Oh, das hat mir weniger was. Need for Speed 3 Hot Pursuit hatten wir und das war richtig beliebt, aber High Stakes? Es gab ja dann noch Hot Pursuit 2 und so weiter. Also muss schon Gründe gegeben haben, warum der Teil weniger ankam. Pac-Man World! Ey, das hat ja ein Remake bekommen vor nicht allzu langer Zeit. Und ich bin ja offen für vieles dieser Art, aber das auch das Remake von dem Spiel hat mich jetzt nicht so... interessiert, wenn ich ehrlich sein darf. Da ist Parasite Eve 2. Ich habe diese Cover vor Augen. Und das sah ganz anders aus. Wie gesagt, Zeiten, wo ich Videospielzeitschriften gelesen habe. Und
Ja, du konntest dir nur anhand weniger Bilder ein Bild machen. Und jetzt sehe ich erstmal, wie die Spiele in echt aussehen. In bewegter Form. Hätte schon die ganze Zeit gucken können. Wenn es mich interessiert hätte, vielleicht. Noch mehr PC. Ja. Der Krieg zwischen den PC-Lern und den Consoleros tobt. Gold, Silber, ja. Erstveröffentlichung. Witzigerweise nicht für Game Boy Color. Es ist sehr farbenprächtig, aber das funktioniert auch für den alten Game Boy. Das muss ich dazu sagen. Was ist das für eine Sprache? Chikorita! Endivius Chikorita. Ich habe die auch immer so genannt. Und Pokémon Pinball. Das war Game Boy Color exklusiv. Das mochte ich aber auch. Das war mein Lieblings-Pinball-Spiel, glaube ich. Dann musste... Habe ich einen Let's Test gemacht. Oben dann die Treffen, dann deckt es sich auf und dann kannst du fangen. Und die musst du dann entwickeln oder musst dann reisen von Tisch zu Tisch. Aber ihr merkt was, ne? Aber die Reihenfolge ist ein bisschen merkwürdig. Ist das die richtige? Gehen die alphabetisch? Die gehen alphabetisch. Die gehen nach Alphabet durch. Ja, es kam mir erst Pokémon Stadium raus. Dann waren noch die Gerüchte, ob Pokémon Snap überhaupt in Europa veröffentlicht wird. Und kam dann Ende 2000 auch raus in Europa. Und Pokémon Gold Silber kam bei uns hier erst April 2001 raus. Was war dazwischen? Was war dazwischen? Da war doch noch eins. Stadium Snap Pinball. Ja, Pinball war auch so dieser Hype so 2000 rum. Jetzt merke ich, dass wir gehen nach Alphabet. Rayman 2 habe ich mal gestreamt, hat mich nicht lange gefesselt. Aber ich glaube, die Stelle habe ich noch gesehen. Das halt entweder hast du es damals mitgemacht oder... Das habe ich tatsächlich nachgeholt. Resident Evil 3, die PS1-Variante. Mit Hilfe der Community konnte ich das Original durchspielen. Weil so Remake für PS4 und so weiter... Mögen manche nicht so. Aber würde ich mehr empfehlen als den alten Whopper, ne? Silent Hill! Resident Evil, da erschreckst du dich. Silent Hill. Da hast du Angst. Space Channel 5. Ulala. Die heißt Ulala. Da kannst du tanzen. War Segas großer Griff nach dem Strohhalm. Thank you, Ulala. Spyro 2 aus der Stark. Ich mag den zweiten Teil irgendwie am meisten. Vielleicht jetzt nicht so einen blöden Bosskampf, aber allgemein. Aber auch hier die Remakes der Reignited Trilogy. Smash 64. Wunderbar, ne? Sehr schön. Irgendwie sehen wir Smash heute mit anderen Augen als damals. Beziehungsweise ihr könnt gar nicht mit den Augen sehen, wie wir damals Smash betrachtet haben. Naja. Wir sind halt alt. Aber Pokémon war so frisch und neu, das zu sehen mit den alten Charakteren wie Mario und Donkey Kong, war halt schon eine wilde Sache. Was zur Hölle? The longest journey. You have come. You know me? Text Adventure. Daughter, I have been waiting. Theme Park World. Hatten wir schon Rollercoaster Tycoon? Gab's es schon? Noch nicht, ne? Da unten steht, wir haben schon 2003. Tomb Raider The Last Revelation. War das nicht Tomb Raider 4 oder so? Ich bin ganz froh, dass wir nicht jedes Spiel reingenommen haben. Ihr seht, es sieht immer noch sehr ähnlich aus wie der erste Teil. Tomb Raider 2 und 4 am meisten gespielt. Es müsste sogar der vierte sein. Pff. Tomb Raider. Alter, Toy Story gab es auch für Super Nintendo noch eins. Was das jetzt taugt, kann ich euch nicht beantworten. Könnte witzig sein. Ich will Unreal Tournament spielen! Haben sie sich Pro-Gameplay rausgesucht, ja?
Keine Noobs. Wobei, er trifft nicht. Das ist so actionreich. Okay, Doki. Vielleicht habe ich doch Unreal gespielt und nicht Unreal Tournament. Und so endet das Jahrtausend, ja? Das sind die letzten Spiele des Jahrtausends. Ist das ein Rhythmusspiel oder was? Wipeout 3 sieht doch heftig aus, ne? Ja gut, aber Wipeout war auch ein bisschen Grafikblenderei, ne? Das hat er... Nicht so ein ausgefeiltes Gameplay wie F-Zero. Guck mal, Worms Armageddon. Wir haben schon gesehen, wie Worms 2 aussah. Das ist eine andere Version. Ich kann mir nicht helfen. Ist doch die PS1. Vielleicht ist. Ja, das ist die PS1-Version und PC sah besser aus. Worms ist ein Spiel, das spielst du gefälligst auf dem PC. Es gibt viele Spiele, die musst du auf dem PC spielen, wie Sims oder. Ich weiß auch nicht. Alles klar, gut. Wenn ihr wisst, wo wir die besten Spiele des Jahres 2000 herbekommen, dann sagt an. Also am besten oder halt, ne? Vielleicht gibt es einen Kanal, den ich nicht gefunden habe, ist echt schwer. Oder sucht einfach mal nach, keine Ahnung, 2011, 14, ich weiß es nicht, ob es da irgendwas gibt. Tja, wenn nicht, dann endet diese Videoreihe hier. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ja, aber ob das so klappt, da müsste man halt, oder wir begrenzen uns vielleicht nur auf Nintendo. Wobei wir an, wenn diese GameCube, Xbox, PS2-Ära kommt, dann, keine Ahnung, da gibt es halt viele Titel, die für alle drei erhältlich sind. Oder zumindest nur für PlayStation und Xbox. Eigentlich so Multiplattform-Titel, das geht eigentlich ganz gut. Bis dahin verabschiede ich mich für den Moment. Hoffe, euch hat es gefallen mit 98 und 99. Vielleicht bis nächstes Jahrtausend. Bis dann und ciao.